Okay, ein eigener. Ehrlich gesagt, nee. Für einen eigenen Manga? I don't know. Ich glaube nicht. Für Bücher ja, aber für einen eigenen Manga? Na, ich glaube nicht. Okay, also 8, 9, 10, 11 und dann noch eine Windschriftrolle. Okay. Wait, ich muss ja 12 öffnen, ne? Ein Premium-Paket sind 11. Right? Ja, 11. 12 muss ich öffnen, okay. Gut. 12. Gut, öffnen wir mal. Ich schaue gerade Demon Slayer. Ich habe schon länger kein Anime geschaut. Ich schaue aktuell eher immer Serien. Ja. Also, Animes sind auch Serien, aber ich schaue normale Serien. Also, nicht, dass Animes nicht normal sind, aber. Was? What? Das kam so unerwartet. Danke für den Follow, Anno Kata. What the? Was war's? Zweite MS? Oh no, ich habe beide nicht. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Danke für den Follow, Irovi. Feuermonker. I don't know. Ich meine, ich habe so viele Windmonster, deswegen wahrscheinlich nehme ich den wirklich, aber. What? Das war 3 MS, ja. Na Mann, hätte ich doch die Feuerschriftrolle geöffnet, wäre es hier die Rika gewesen, aber oh mein Gott. Oh mein Gott, welche Serien schaust du momentan? Mandalorian und The 100. Schaue ich momentan. So, wen würdet ihr nehmen? Affe oder Charlotte? Ich habe beide nicht. Weibliche Monster bevorzuge ich meistens, aber obwohl ich öfter mit Männern spiele. Also das klingt irgendwie falsch. Mit männlichen Monstern spiele. Wenn ich mir das so anschaue, doch, stimmt. Meistens spiele ich mit männlichen Monstern mehr. Aber ich habe sehr viele Windmonster, wo ich Windmonster mag. Und Feueraffe ist schon ganz cool. Und ich hab halt den Wasseraffen. Und ich habe Ciara. Nee, wait. Anna. Also ich habe von jedem einen aus der Familie und jeder hätte jetzt die Chance, einen Bruder und eine Schwester zu bekommen. Ist 100 nicht auch ein Anime? Nein. So. The 100, was, also ist jetzt, also gibt es vielleicht auch als Anime, aber das, was ich schaue, ist eine Serie. So, Affe, Charlotte, was so viele würden Charlotte nehmen. Affe, weil Wind hab. Schwester. Ja, ich meine, Annabelle würde eine Schwester bekommen und mein Chihiro würde einen Bruder bekommen. So meine ich das. I don't know. Ich glaube, ich nehme aber den Affen. Wieso kann ich denn nicht in Genshin was bekommen? Wieso kriege ich immer ein SWD-Monster hinterhergeschmissen? Das kann doch nicht wahr sein. Ich möchte doch nur in Genshin mal ein 5-Star-Monster haben. Boah. Ich weiß gar nicht, wo ist denn die Wahrscheinlichkeit überhaupt höher? In SW oder in Genshin ein 5-Sterne-Monster zu bekommen? Ich glaube doch eher in Genshin, oder? Charlotte ist für Tier Hell, du hast recht, du hast recht. Du hast recht, weil wir, ja, für Tier Hell ist eigentlich. Also, eigentlich mag ich den Feueraffen sogar lieber. Aber für Tier Hell ist schon die Charlotte ganz gut. Ich muss noch mal gucken. Ja, beide Anna jetzt bekommen eine neue Schwester. Hast recht. Beschwört eine Ritterpuppe, greift alle Feinde an, betäubt sie für eine Runde und verringert ihre Angriffsgeschwindigkeit für 2 Runden. Greift alle Feinde dreimal, jeder Angriff reduziert ihren Angriffsbalken. Das ist ganz nice. Und Glancing. Danach wird der Angriffsbalken. Das ist schon ganz gut. Genshin 0,6% Wahrscheinlichkeit in den 5A. Okay. Aber in Genshin kriege ich nicht so viele Schriftrollen wie in SW. Ja, also wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, was zu bekommen, aber man kriegt nicht so viele Schriftrollen. Oder diese Kugeln, whatever. I don't know. Ich glaube Charlotte, oder? Ich glaube, ich nehme Charlotte.
Grads, Fire Monkey, OP, beide gut. Danke. Ich bin mir nur so unsicher. Ich muss ja überlegen. Also, GK habe ich ja gar keine Probleme. Für RTA. Aber RTA Wetterfeuer auch ganz cool. Boah. Hey, könnte nicht Annabelle sein oder der Wasseraffe, dass ich mich nicht entscheiden muss? Ist ja shit. Danke für den Follow. It's Draco LOL. Machst du ein Video, wenn du bei Genshin einen 5 bekommst? Ich möchte das so gern sehen. Wie ich schreie, also ich kann es ja nicht spontan aufnehmen, wenn ich einfach so random beschwöre, aber. I don't know. Was nehme ich denn jetzt? Mann, ey, das kann nicht wahr sein. Okay. Okkultmädchen ist gut für TOA Hell. Aber ich könnte sie auch in RTA benutzen. Und Feueraffe ist gut für GK, brauche ich aber nicht. Für RTA ist der auch gut und für einen Raid ist der auch gut, aber mache ich ja sowieso nicht, deswegen... Sie ist weiblich, als ob ich den Typ nehme. Charlotte! Probier es so zu glitchen, dass du beide bekommst. Ja, danke für den Tipp. Hätte ich das mal früher gewusst. Shit, ey. Vielen Dank für den Sub, Falke! Dankeschön! Dankeschön, beste Begründung. Ja, ist doch so. Okay. Nice, du! So, wir sperren die mal kurz. Charlotte. Hi, girl. Wo? Cute. Haben wir genug Essenzen? Wollte ich gerade kurz fragen, aber als ich dann die Zahlen gesehen habe, dachte ich so, die Frage wäre irgendwie unnötig. Ja, den müsste ich auch mal erwecken. Also da fehlt mir noch was. Stimmt, deswegen habe ich den nicht erweckt. Okay. So, warte, habe ich den Zaun nicht sogar? Achso, ja, das ist ja, wenn einer subbt. Ups. Stimmt, den kann ich ja gar nicht so abspielen lassen. Das geht ja nur, wenn einer subbt. Ja, okay, cool. Wie viele Devilmons braucht die? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Stück. Okay. Danke für den Follow, Lekmeron X Gani. Wirst du am zweiten Weihnachtstag auch einen Streamer? Nee, ich glaube nicht, dass ich am Weihnachten streame. Man hat hier einen Ausschnitt und ich schaue auf 160p. Danke für den Follow, Tim die Leier. Oh, du spielst gleich Genshin und wirst ein Dings machen. Aber ich kann gerne eine Weihnachtsbeschwörung machen. Nur brauche ich dafür Leute, die Schriftrollen sparen. Vielen Dank für den Sub, Mr. Main. Genau diesen Sound meinte 9-mal dumm. Vielen Dank für den Sub. Okay, so. Also, Charlotte. Warte, wir schauen ihn nochmal an. Der hat doch gar keinen richtigen Ausschnitt. Also, ist doch sehr schlicht gehalten, würde ich mal sagen. So, wir beschwören weiter. Das war die vierte MS. Krass, wir hatten ja 8 Stück. Die vierte. Heaven hab gehört, du bist mit einem Toni befreundet. Ja, genau, ja. Das stimmt. Also klar, befreundet nur. Wir kennen uns halt aus SW. Jetzt nicht im echten Leben, aber ja, er ist ja nett. Also. Okay. So. FBI! Okay, noch. Oh, noch ein Feuerblitz. Eine Kitsune. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe dich doch als Sixter. Wie heißt du denn? Shiva. Meine Güte. Mit Namen bin ich. Also, ich merke schon, dass ich alt werde. Mit den Namen aus dem Spiel komme ich nicht mehr zurecht. So, machen wir noch eine Windschriftrolle. Okay, so die 13, ne, doch 12 Schriftrollen haben wir geöffnet. Hat sich gelohnt, würde ich mal sagen. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Gar nicht. Aber naja. Toni ist ein geiler Typ, sehen wir zusammen in einer Gilde, hat mir viel von dir erzählt. Das freut mich sehr. Jetzt will ich wieder öffnen, LDN 5. Ja, eigentlich, wir könnten eigentlich so als 13. Ja, Toni ist echt nett. Es war immer sehr lustig mit ihm. So, wir können eigentlich nur eine LD aufmachen, so als 13. Schriftrolle. Das wäre ja bestimmt ganz cool. Und weil wir dann 100 Monster haben, nicht, dass das irgendwie einen Unterschied macht, aber... Ja!
Kommt nichts. War aber auch zu erwarten. Okay, zurück zu RTA. Nach dieser kurzen Summon-Session müssen wir auch mal wieder was schaffen. Mit meinem Antares. Der schöne Runen hat. Jetzt zeig mir, was du drauf hast, Antares. Doch ich muss sagen, wieso kämpfen wir nur gegen drei Silbersternen-Typen? Ich muss sagen, Antares hat schon... Hat man Wusa überhaupt? Okay. Mein Antares hat schon ganz gut geklappt zwischendurch. Wait, jetzt nimmst du einen Leo? Der hat ja schon einige gestunt, also eigentlich können wir schon stolz auf ihn sein. Hat er ganz gut gemacht bisher. Okay, dann nehmen wir diesmal... Ich glaube, wir nehmen Okeanos und Ethna mal mit rein. Investiere alle Kristalle in Shop Refresh. Boah, ey, da habe ich keine Zeit. Da ist mein Leben vorbei. Kannst du mal bitte Perna und Beth zeigen? Bau dir Charlotte noch Free Room of Day. Hast recht. No! Danke für den Follow, Lila. Was nehme ich denn jetzt hier? Warte, ich muss kurz überlegen. Okay, ich versuch's mal so. Oh mein Gott, was ist denn los mit den Leuten? Warte, ich zeig kurz Perna, das ist meine Perna. Es geht so. Und Beth ist hier. Das ist Beth. Die haben ein bisschen wenig KP. Oh! Why? Why? Wie kann der Gianna und Atamiel haben? Was ist los mit so Leuten? Ich verstehe es nicht. Verstehen. Ich habe sehr viel Glück in diesem Spiel, das stimmt, aber so zwei Top LDNet 5s weiß ich nicht. Also das übersteigt meine Vorstellungskraft, sowas zu ziehen. Dann kannst du aus dem Antares-Stream einen Charles-Stream machen. Aber mein Antares hat da auch was verdient. Es geht ja nicht nur um Net 5s. Mein Antares ist auch ein cooles Monster. Charlotte kommt nächste Woche dran. Aber es geht jetzt richtig schnell mit Weihnachten, ne? Das ist irgendwie ein bisschen krass, muss ich sagen. Ich hatte eine mega Idee für ein Anime. Wait. Ich setz die mal zurück. Natürlich! Natürlich! Als ob wir mal was landen würden. Nein! Nein, das geht nicht in dem Spiel. In dem Spiel kann man nichts landen. Nein. Nein, nie. Shit, Okeanos. Du hast ausgerechnet, der hat mal wirklich Accuracy. Boah, der macht ja Schaden, ey. Was ist denn los mit dem? Holy. Komm, jetzt stun bitte alle. Bitte. Dann muss den ja schnell weg. Weg mit dem. Ethna. Komm, du killst den jetzt. Du killst den jetzt. So. Wow. Hätte eine mega Idee für einen Manga, Anime und Spiel. Weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. Erzähl mal davon, was du dir da vorstellen könntest. Und hey, Dominik. So, goodbye, Leo. Ich hatte ein bisschen Angst am Anfang, aber jetzt sieht es sehr gut aus. Können wir sie jetzt zurücksetzen? Hat die 100% Resistance oder was ist los mit der, ey? Stun! Shit. Wie meinst du es? Ja, erzähl mal, was du für eine Idee hast. Oh Gott, sieht das schlimm aus. Oh no! Oh no! Oh no! Stun bitte wieder. Der Leo macht mir Sorgen, der mit seinem eigentlich voll die interessante Comp, so Leo und Dings kombinieren. Wir können jetzt stunnen, ne? Ja, Gott sei Dank. Oh mein Gott, damn. No! Als ob der auf Gewalt ist, willst du mich auf... Also... Sorry, dass ich so ein bisschen laut bin. Dass du mir die Idee erzählst, das meinte ich. Also so ungefähr, was da passieren soll. Nicht, dass einer dir die Idee klaut, aber so. Was du dir vorstellst. Oh mein Gott. Aber Feulich macht seinen Job ganz gut, muss ich sagen. Sehr gut sogar.
Okeanos nicht so eben. Leider. Twilight schon. Sehr gut. Tja. Kannst du deine schönen LDNF5s dir anschauen? Scheint nicht gut zu klappen mit denen. Okay. New Monster? Achso, wegen der Charge steht jetzt hier. Ne, der ist als neu. Wait, what? Okay. Ist echt gut. Klar, ich habe noch nie in RTL verloren. Guck, deswegen steht da auch 100% Winrate. Naja, so schlecht sieht. Also, viele Kämpfe haben wir nicht, aber so schlecht sieht es gar nicht aus. Normalerweise hätte ich schlechter erwartet. Sagen wir es mal so. Gianna Wailing, okay. Wenn er schon so einen Namen hat. Oh wow, die habe ich ja schon vor lang nicht mehr gesehen. Fran und Dings. Kommt gleich noch eine Lauren. Die haben wir echt lange nicht mehr gesehen. Das wäre ja ganz witzig. So. Es hat eigentlich ganz gut geklappt mit den beiden. Bleiben wir mal dabei. Bau dir please Charlotte, dann kannst du jetzt noch bei etwas mit Antares nutzen. Ja, dann muss ich die aber zum Sixter machen. Und ich muss die passenden Runen finden. Oh wow. Feuerdings, okay, wait, dann nehmen wir. So. Danke für den Follow, PG Dragon 5. 05. Wen bann ich denn? Ich banne. Danke für den Follow, The Kandesbunzler. Kann das Monster? Entweder ihn oder. Der ist auch scary. Der ist sehr scary, aber der ist auch sehr scary. Ich glaube, ich bann den. Ich bann eher den. Als du nicht das Zeug hast, sie auf sie. Doch, 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 doch. Ich hab das Zeug dazu. Aber das dauert. Ich meine, mit dem Leveln, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich genug Angelmons habe. Ich glaube eher nicht. Das macht mir eher Sorgen. Ja, nehmen wir mal Attack. Why not? Vielleicht sollte ich Accuracy nehmen, aber wir landen eh nichts. Also von daher wird keinen Unterschied machen, glaube ich. Ja, machen wir es so. Vielleicht gewinnen wir den Kampf. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Der scheint. Ich glaube, der hat gute Runen. Wobei, keine Auren. Weird, I don't know. Vielleicht hätte ich es doch Accuracy. Ich hätte Accuracy nehmen sollen. Boah, ey. Okeanos. Shit, ey. Aber okay, der kommt jetzt. Kommt der wieder? Ja, der kommt wieder von der Vanessa. Bis 35 Wind Angel Mons und auf 40 Super Angel Mons. Was, woher weißt du das? Also Super Angel Mons habe ich genug, das weiß ich. Aber mit den Dings weiß ich nicht. So, kommt er vor? Mein Antares kommt vor ihm dran, ne? Ich mal so. Ach, Seelenschutz hat er dem gegeben. Okay, so, healen wir dann ein bisschen. Ach so, du meinst, ach so, bis Level 34 nimmst du das und dann das. Ja, ich weiß, so würde ich das auch machen. Ich weiß aber nicht, ob ich genug für bis Level 35 habe. Ich glaube, es sieht schlecht aus. Wieso macht er so viel Schaden, ey? Dieses hässliche Ding, ey. Oh, shit. Okay, Anos, kriegst du das noch hin? Kriegst du das noch hin? Komm jetzt zum zweiten Mal wieder zurück, hässliches Vieh. Ich glaube, mein Okeanos kriegt das nicht hin. Oder? Maybe. Ich setz die mal zurück. Also er proc ganz schön, das ist ganz gut. Der proc aber auch, der. Und der stunt mich. Also heute. Die Stunts sind heute das Schlimmste in diesem Spiel. Die Schlimmste. Das Schlimmste. Nur. Nein, 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 nein. Nein! Alter, das. Alter, boah. Nee. Kannst keinem erzählen. Duck RTA.
Also Menschen im Mittelalter leben mit Dinosauriern zusammen. Das gefällt mir schon sehr gut. Also diese Shitty. Ich will einfach nur die kaputt machen. Ja, das. Nee, du darfst mich nicht töten. Nee. Mein Okeanos bleibt leben. Ich wollte einfach nur die kaputt machen. Einfach nur aus Prinzip. So, Menschen im Mittelalter leben mit Dinosauriern, weil Gott den Teufel gebeten hat, etwas zu erstellen, das die Menschen vernichten soll, weil die Menschen nicht mehr so in Gott glauben. Und Gott hat keine Kraft mehr, hat seine Macht zu demonstrieren. Der Teufel erschafft deswegen Dinosaurier und gibt den Menschen heimliche Kräfte, damit sie sich dem Gott entgegenstellen. Und da gibt es 5 spezielle Menschen, die Naturgewalten heißen und dazu erschaffen wurden, um gegen die Engel zu kämpfen. What? Da würde selbst meine Musik aufzulaufen. Da hast du aber eine sehr interessante Fantasie. Also ich meine, warte, ich mach mal die Musik wieder an, was ist denn los damit? Hat wirklich aufgehört wegen deiner Idee. Nein, Quatsch. Warte, ich mach mal. Was soll ich sagen? Wenn du Bock hast, also ich an deiner Stelle, wenn ich würde jeden irgendwie dazu ermuntern, wenn er für irgendwas eine Idee hat, dann versucht das irgendwie umzusetzen. Später schaffst du es nicht. Also später ist es irgendwann zu spät. Deswegen, das sollte ich vielleicht echt mal machen hier. Mach das. Weil, warum nicht? Vielleicht hätte ich da Leute reinsetzen sollen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen. Egal. Ja. So, ich würde sagen, das war's mit dem Stream. Ich werde für nächstes Mal die Charlotte bearbeiten. Das klingt auch irgendwie falsch. Ich werde die Charlotte bauen, zum Sixter machen und der Rune geben und Angelmons. Und ganz ehrlich, Free Removal Day ist mir egal, wenn ich genug Mana habe. Also von daher wäre das kein Problem für mich. Ja, dann gebe ich dir ein paar interessante Runen. Ich guck mal, was ich ihr genau gebe. Ich werde wahrscheinlich Qual nehmen. Ich guck mal, ob ein Freund von mir die hat. Gewalt, Tempo. Qual, Tempo. Zorn. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was sind das für Runen? Lass mich mal schauen. Kampfgeist-Runen, okay. Qual, Gewalt. Okay, die meisten Qual, Gewalt, Tempo. Ich glaube, ich werde meine auf Qual ruhen. Die sind aber alle sehr... I don't know. Qual werde ich wahrscheinlich nehmen. Und ich glaube, ich werde eine... Support-Variante ruhen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, weil die Damage-Variante wäre auch ganz witzig. Ich glaube, ich werde beides mal machen, einfach zum Testen. Aber ich glaube, ich bevorzuge die Qual-Support-Variante und nicht die Damage-Variante, weil der Schaden ist mir relativ egal. Mir geht es eher um die Skills von ihr. Ja, denke ich, dass ich das so machen werde. Kannst du deine Elsharion zeigen? Ja, kann ich machen. Wenn das so weitergeht, ist deine Monstersammlung bald voll. Ja, ist echt so. Ich habe sie auf Qual, Wille, Speed, Crit, Damage, Attack. Also, das Prinzip ist fast wie Nanatsu no Taizai. Ja, wenn wir die Dinosaurier so ein bisschen auslassen. Also mir fehlen noch ein paar Net 5s, aber es sind, also die Sammlung fühlt sich immer mehr. Ignorieren wir mal die neuesten, dann habe ich schon einige, natürlich fehlen noch ein paar. Aber dafür, dass ich nie wirklich so aktiv Schriftrollen gekauft habe, habe ich schon sehr... Ich habe irgendwie mega viel Luck in SW. Ich weiß nicht warum. In Genshin nicht. Okay, noch eine MS zum Schluss. Ich habe keine, deswegen machen wir die Wind hier auf. Ja. Okay, I don't know. Ja, war auf jeden Fall sehr cool. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video oder Stream. Und ich weiß nicht, ob Leute davon, die jetzt hier sind, sich dafür interessieren, aber ich habe es ja versprochen, deswegen kommt nächste Woche Boom Beach und gleich auf Clans nochmal. Und
Wahrscheinlich Clash of Clans mein Hauptaccount und auch mein Baby-Account. Ich weiß nicht, ob ich mich auf meinen Baby-Account einloggen kann, aber Boom Beach und Clash of Clans kommt auf jeden Fall nächste Woche nochmal. Also wie gesagt, keine Ahnung, ob einer, der im SW-Stream da ist, von denen, die sich das wünschen, aber ich sag's jetzt mal. Und kann ja sein, dass ihr beides mögt. Und ja, dann hoffe ich, dass es bald mal SW Centuria kommt. Da hoffe ich echt drauf, dass ich das endlich mal spielen kann, weil da habe ich echt Bock drauf. Das werden wir dann auch streamen. Und ja, ich werde weiterhin Genshin versuchen, dann 5-Sterne-Dings zu bekommen. Aber mal sehen. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Vielen Dank für alles, für die Follows und für die Subs und für die nette Unterhaltung. Schönen Abend, schönes Wochenende und bis bald. Haut rein, Freunde. Bye. Ein Herz für euch.